Gerade in diesem Jahr haben wir von der Wissenschaft noch einmal aufrüttelnde Nachrichten bekommen, dass der Klimawandel schneller stattzufinden scheint, als wir das vielleicht vor ein paar Jahren noch gedacht haben. Und umso wichtiger ist natürlich, dass zuallererst die Politik die Rahmenbedingungen setzt, in denen dann klimafreundliches Leben und klimafreundliches Wirtschaften überhaupt möglich ist. Und wir sind ja insgesamt verpflichtet, schon nach den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, die bis 2030 gelten, unser gesamtes Leben auf Nachhaltigkeit auszurichten. Das heißt, nicht nur im Bereich des Klimaschutzes, sondern überall sehr viel stärker an Kreisläufen zu denken, die eben den Kindern und Enkeln auch das Leben auf unserem Planeten möglich machen. Und deshalb hat die Bundesregierung sich auch verpflichtet, in New York entsprechend den Erwartungen des Pariser Klimaabkommens, dass wir 2050 für Deutschland gemeinsam mit vielen anderen europäischen Ländern und insgesamt über 60 Ländern Klimaneutralität im Jahre 2050 erreichen wollen. Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel, weil wir an vielen Stellen, wenn wir uns allein mal unseren Gebäudebestand anschauen, sehen, was wir da noch arbeiten müssen. Aber ich glaube, das ist ein richtiges Ziel. Jetzt geht es darum, schrittweise dieses Ziel zu erreichen. Und wir haben festgestellt, dass wir 2010 unser Klimaziel, was wir uns selbst gesteckt haben, für Deutschland erreicht haben, nämlich 20% Reduktion der klimaschädlichen Gase. Wir hatten uns dann als Bundesregierung und haben uns vorgenommen, 40% 2020 zu erreichen. Wir müssen sagen, dass wir dieses wahrscheinlich nicht schaffen. Deshalb haben wir uns jetzt mit dem Ziel für 2030 beschäftigt. Da haben wir uns vorgenommen, 55% der klimaschädlichen Gase nicht mehr auszustoßen. Dabei auch einen Anteil von erneuerbaren Energien von etwa 2/3 der Energieerzeugung zu erreichen. Und wir haben nach europäischem Recht ganz enge Vorgaben, Jahresscheibenvorgaben sozusagen, wie wir das erreichen müssen. Wir können also nicht sagen, wir warten bis 2028, sondern wir haben für jedes Jahr ab 2021 ein Budget, das wir nicht überschreiten dürfen. Und insofern ist bei unserem Plan, dem Klimaschutzplan, die Frage des Monitorings eine ganz entscheidende Frage. Nur ist eine sehr große Nervosität im Augenblick gerade in der Diskussion. Und deshalb will ich ganz klar sagen, dieses Monitoring, diese Überwachung wird glasklar in dem Klimaschutzgesetz verankert sein. Und ansonsten werde ich nicht zulassen, dass wir das verabschieden. Und das soll eigentlich schon am Mittwoch passieren. Aber wir arbeiten daran und ich werde jedenfalls dafür Sorge tragen, dass es ein verlässliches und überprüfbares und transparentes Monitoring ist. Nun haben Sie in den letzten... Wochen eine unglaublich kontroverse Diskussion zu diesen Maßnahmen, die wir vorschlagen, erlebt. Und da möchte ich zwei Dinge dazu sagen. Das eine ist, dass es manchmal Menschen zu geben scheint, die wissen noch, bevor man es veröffentlicht hat, was drinsteht. Ich glaube, das ist nicht die beste Grundlage für eine sinnvolle Diskussion. Aber dann gibt es natürlich auch, und Herr Kretschmann hat das eben sehr vorsichtig und liebevoll formuliert, Menschen, die glauben, dass es noch nicht ambitioniert genug ist. Und wir werden uns ja alle im Bundesrat in der zweiten Kammer wieder begegnen. Wir setzen darauf, dass Menschen wissen in den nächsten Jahren, was muss an Verhaltensänderung stattfinden. Und da ist das zentrale Element die Bepreisung. Und da gibt es die Meinung, da muss man sehr stark einsteigen. Das haben uns auch Wissenschaftler empfohlen. Wir glauben, dass man etwas langsamer einsteigen sollte, um möglichst viele Menschen mitzunehmen, aber gegebenenfalls dann nachsteuern muss, wenn wir unsere Jahresscheiben nicht erreichen. Wir haben dieses Programm der Bepreisung, und das ist ein marktwirtschaftliches Element, deshalb eingeführt, weil wir genau, wie es eben auch von Herrn Kretschmann gesagt wurde, auf die soziale Marktwirtschaft aufsetzen, glauben, dass sie eine ökologische Komponente braucht und dass die Innovationskraft unserer Unternehmen, unserer Start-ups und auch der Menschen am besten freigesetzt werden kann, wenn wir für CO2 und andere klimaschädliche Gase Preissignale setzen und jeder weiß, wenn ich CO2 emittiere, dann wird es für mich teurer. Wenn ich das nicht tue, kann ich
sogar Geld sparen. Ich glaube, das ist ein richtiger grundsätzlicher Anreiz. Wir glauben aber nicht, dass das alleine von Anfang an reicht. Und deshalb haben wir eine Vielzahl von Maßnahmen eingeführt, die zu einem veränderten Verhalten führen werden, einmal im Wohnbereich. Denn wir haben zwar sehr ambitionierte Neubauauflagen für Wohngebäude, aber wir müssen im Altbestand noch vieles ändern. Einmal die Isolierung der Gebäude und zum Zweiten die Frage der Heizungen. Wir haben noch etwa 16 Millionen Ölheizungen in Deutschland. Nicht jeder kann sofort seine Heizung austauschen, aber mit einem Anreiz von 40% Zuschuss, wenn ich keine Ölheizung beim Austausch einbaue, glauben wir, dass wir ein richtiges Signal setzen. Und ab 2026 wollen wir überhaupt keine Ölheizungen mehr zulassen, dass sie neu eingebaut werden. Es sei denn, man lebt in einer Ecke Deutschlands, in der es überhaupt gar keine andere Möglichkeit gibt. Aber da müssen wir auch die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Der zweite große Bereich ist der Verkehrsbereich. Und der Verkehrsbereich ist unser Sorgenkind. Der gesamte Industriebereich unterliegt ja heute schon einem europäischen Zertifikatehandel. Um den haben wir uns jetzt gar nicht so bemühen müssen, weil da die Regulierungen klar sind bis 2030. Aber der Verkehrsbereich ist sozusagen das Sorgenkind. Warum? Weil wir trotz aller verbesserten Effizienzmaßnahmen der Automobilindustrie seit 1990 für Deutschland keinerlei Reduktion des CO2-Ausstoßes haben. Weil jedes Mal, wenn die Technologie besser wurde, die Zahl der Verkehrsteilnehmer oder der Autos gestiegen ist. Und deshalb müssen wir hier an dieser Stelle sehr viel härtere und größere Veränderungen vornehmen, als wir das in den letzten 20 Jahren gemacht haben. Und da kommt uns die Innovation nun auch zu Hilfe. Denn nie waren wir so nah an der sozusagen Masseneinführung, sage ich mal, von alternativer Mobilität. Die Elektromobilität wird ihren Durchbruch haben in den nächsten Jahren und wir müssen dafür die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Wir wollen technologieoffen vorgehen, weil wir noch nicht genau wissen, wie sich die Wasserstofffrage entwickelt, welche Technologie zum Schluss wirklich besser ist. Und wir müssen natürlich die Zahl der oder den Anteil der erneuerbaren Energie vergrößern, denn Elektromobilität mit Strom aus Kohlekraftwerken ist dann auch noch nicht automatisch umweltfreundlicher, aber wir brauchen die Einführung beider Technologien parallel. Und auch hier setzen wir eine Vielzahl von Anreizen. Das heißt, wir werden in den nächsten Monaten in sehr großer Geschwindigkeit eine größere Zahl von Gesetzen verabschieden zur energetischen Gebäudesanierung, zur Senkung der Mehrwertsteuer für Eisenbahntickets, zur Erhöhung der Flugabgaben, gerade auch für Kurzstreckenflüge und Ähnliches. Wir werden darüber dann mit den Ländervertretern diskutieren müssen und versuchen, das dann sehr schnell ins Gesetzblatt zu bekommen. Und da verrate ich, glaube ich, kein Geheimnis, wenn ich sage, es wird noch sehr intensive Diskussionen geben. Wichtig ist aber, dass wir überhaupt vorankommen und zwar schnell vorankommen, damit wir dann eine Chance haben, nicht nur in 2021, 2022 unsere Vorgaben zu erreichen, sondern eben auch verlässlich bis zum Jahre 2030 und dann die weiteren Schritte auch im Verlauf der 20er Jahre planen müssen, wie wir 2040, 2050 dann unsere Ziele setzen wollen. Wir haben die Diskussion in der Bevölkerung zum Teil sehr polarisiert. Warum müssen wir uns eigentlich so anstrengen, wenn wir doch nur 1% der Weltbevölkerung sind? Und da ist das erste Mal, dass wir mit 1% der Weltbevölkerung 2% der Emissionen weltweit haben. Das heißt, wenn alle sich so verhalten würden wie wir, wäre der CO2-Ausstoß weltweit doppelt so hoch. Und deshalb haben wir schon mal eine Verpflichtung, unser Verhalten zu ändern. Zweitens sind wir diejenigen, die natürlich zum Klimawandel erheblich beigetragen haben. Es wurde hier gesagt, die Zeitachse 1800, 1900, 1960 und heute. Das heißt, wir müssen mit unseren Innovationsmöglichkeiten, mit unseren Technologien den Maßstab setzen, damit andere auf der Welt, die noch nicht die Entwicklungschancen hatten wie wir, dann auch die Möglichkeit haben, trotzdem Wohlstand und nachhaltiges Leben in Übereinstimmung zu bringen. Und hier und drittens haben wir natürlich auch die finanziellen Möglichkeiten, um solche Technologien neu einzuführen. Deutschland leistet hier seinen Beitrag. Wir haben jetzt zum Beispiel 27 Milliarden
Euro, die wir jedes Jahr ausgeben für die Unterstützung erneuerbarer Energien, also für die sogenannte erneuerbare Energieumlage. Das ist etwas, was die Deutschen, die Bürgerinnen und Bürger mitbezahlen für die Entwicklung erneuerbarer Energien. Und wir sehen jetzt, dass wir unglaublich schnell vorangekommen sind, dass wir sowohl bei Solar als auch bei Strom, Windstrom, die Möglichkeit haben, schon fast ohne Subventionierung erneuerbare Energien zu produzieren, erneuerbaren Strom zu produzieren. Aber diese Entwicklungskosten, die sind wir sozusagen aus unserer Geschichte heraus auch der Welt schuldig, weil wir damit Technologien zur Marktreife bringen und damit ein Stück weit das kompensieren, was wir an Klimaschädigung schon durch unsere Industrialisierung auch vorangebracht haben. Und nun ist es erfreulich, dass es immer mehr Menschen gibt, die darüber nachdenken und auch Unternehmen gibt, die darüber nachdenken, wie sie ihren Beitrag leisten können. Und um das gut zu machen, ist es natürlich wichtig, auch Erfahrung zu sammeln, Eindrücke zu bekommen, sich zum Beispiel den ökologischen Fußabdruck anzuschauen beim Einkaufen nach dieser Art, nach einer anderen Art und dafür ein Gefühl zu entwickeln. Und deshalb ist diese Klimaarena und die Arbeit der Stiftung von so großer Bedeutung. Junge Menschen sind ungeduldig geworden, ich will sagen mit Recht. Und vielleicht gibt es auch viele junge Menschen, die ihre Eltern davon überzeugen, im Zusammenhang mit einem Fußballspiel oder unabhängig davon, einfach diese Erlebniswelt einmal zu besichtigen. Und auch meine Mitarbeiter, die hier die Vorausreise gemacht haben, haben mir erzählt, dass es wirklich Dinge sind zum Anfassen, haptisch, wie man sagt, also wo man es dann auch sich merkt und nicht nur irgendwelche Zahlen in den Kopf bekommt. Und deshalb hoffe und denke ich, dass Sie hiermit etwas ganz, ganz Wichtiges gemacht haben, nämlich Erkenntnis erlebbar zu machen und dann vielleicht auch ins eigene Leben mit einfließen zu lassen. Und das ist etwas, was wir brauchen. Der Staat, die Politik muss den Rahmen setzen, das ist unbestritten. Aber wir können natürlich viel schneller und besser vorankommen, wenn Menschen auch mitmachen. Und dieses Mitmachen zu verstärken, das ist das Projekt, dem Sie sich hier verschrieben haben. Dafür ein ganz herzliches Dankeschön.